Kaloin. Seerohrtiefe. Was? Nein. Verdammt. Auf P ist ja Seerohrtiefe. Hallo Leute, willkommen zurück zu Silent Hunter 3. Meinen persönlichen neuen Lieblings-LP. Ach, ich finde es so schön, hier mal ins offene Wasser zu fahren. Guckt euch das jetzt mal an. Nichts außer das schöne Blau. Auf beiden Seiten natürlich, sowohl von unten als auch von oben. Wellenlos. Kein Wind. Mal kurz was Wichtiges gucken. Okay, die Einstellung hat also komplett übernommen. So, ich habe jetzt gerade die ersten Parts gerendert. Ich habe gemerkt, der Ton ist ein bisschen zu laut gewesen. Den habe ich erstmal leiser gemacht, ein bisschen. Und ich habe gemerkt, das Spiel ist extrem klein von der Dateigröße her. Bedeutet, wir schieben jetzt den Rest der Feinfahrt. So, wir haben gerade den Skarkark betreten, oder verlassen ihn eher gesagt gerade, und gehen nun in die Nordsee. So, dann fahren wir mal jetzt in Richtung Skapa Flow und dann hier oben dran vorbei. Das wird jetzt unser nächstes Ziel sein. Mal gucken, wir gehen jetzt schon langsam... Ah, Funkspruch haben wir erhalten. Mal sehen... U-Boot-Kriegsführung wird einer internationalen Regelung für Angriffe gegen Hallenschiffe von... haben wir es nicht schon mal bekommen? Oh, das ist hier der neue. Nein, feindlich. Athenia? Oder habe ich gerade den Funkspruch jetzt nochmal bekommen? Transporter... habe ich nochmal denselben nochmal bekommen. Bestimmt nochmal so als Wiederholung an alle, falls irgendein Boot das jetzt nicht ganz mitbekommen hat. Ja, das kennen wir schon. Das ist an sich nochmal die normale Kriegsführung, so wie wir halt mit dem U-Boot fahren sollen. So, darauf werden wir uns auch richten. Ich habe mich kurz erkundigt. Unser geschränkter U-Boot-Krieg gab es schon ab 41 ungefähr. Heißt für mich, ja, ab 41... Bestimmt werde ich dann noch eine Meldung bekommen, hier per Funkspruch oder so. Werde ich dann auch neutrale Schiffe angreifen, bisher aber noch nicht. Schon wieder ein Funkspruch. Was haben wir denn jetzt? Auf Anordnung des Führers, zunächst keinerlei Feindhandlung gegen Passagierschiffe, auch wenn im Geleit. Operationsbefehl gegen Handelsschiffe bleibt in Kraft. Okay, keine Linienschiffe anschießen. Bestimmt wegen der Athenia. Dass der Führer, also Herr King Adolf Hitler... das deswegen so verordnet hat, dass es da kein international schlechtes Bild auf Deutschland ankommt. Denn man will ja nicht unbedingt jetzt potenziell neutrale Länder, ich gebe jetzt mal als Beispiel USA, man will nicht, dass die in den Krieg eintreten. Deswegen hat man jetzt da Konsequenzen rausgezogen. Ist ja vernünftig, aber wie gesagt, U-Boot ist halt immer so eine Sache. Man kann ja aus der Entfernung nie wirklich heraussehen, ist das jetzt ein Passagierschiff oder ist es jetzt ein Truppentransporter? Dazu muss man näher ran. Wenn man näher rangeht, gefährdet man das Boot. Vor allem noch, wenn es Nacht ist. Aber nun gut. Wir wissen jetzt Bescheid. Und fahren jetzt erstmal unsere Patrouille. So in der Nordsee generell braucht ihr euch auch nichts zu sagen. Von wegen, bei dies passiert ja voll wenig. In der Nordsee ist generell wenig los. Die Konvois sind ja hier im Nordatlantik. Die Ecke ist immer meistens dieselbe. Das ist ungefähr hier so. Diese komische Ecke, wo AL und AM aneinander grenzen, da sind relativ viele Konvois. Ansonsten hier auch im BF-Planquadrat, hier bei BE kommen auch ein paar. Und hier mal ganz kurz ein paar Positionsmeldungen von Feindschiffen. Da seht ihr, Nordsee ist ab und zu auch mal was los, aber nicht gerade unsere Richtung. Abgesehen davon, den Feind jetzt genau herauszufinden, wo er wann ist, das ist ein bisschen schwer aus dieser Entfernung. Abgesehen davon muss man den Kurs des feindlichen Schiffes noch berechnen. Und darüber hinaus kann er sich ja nochmal umändern. So, als erstes will ich jetzt mal die erste Feindfahrt in alle Ruhe beenden. Ein Schiff haben wir schon versenkt, aber das ist noch ein bisschen zu wenig. Nebenbei kann sich das Wetter auch ganz extrem ändern, vor allem wenn Nebel herrscht, dann wird das ganz scheiße für mich. Weil während des Nebels kann ich keinen Angriff starten. Aber die See ist ruhig, leichter Windzug. Und falls Nebel herrschen sollte, ist es ein ganz schwacher Nebel. So, ich gucke einfach auch mal hier so und hier ist weit und breit keine Rauchsäule, hier ist gar nichts. Nur wir und das Meer. Und meine Matrosen und den Herrn Wachoffizier natürlich.
1WO. Gucken Sie mich an. Ja, gleich haben Sie mich gefunden. Egal. So. Da mag man sich echt vorstellen, wie langweilig es teilweise war, auf dem Boot zu dienen. Ich meine, man fährt tagelang einfach nur Meer, man sieht gar nichts. Und dann muss man in einer Sekunde perfekt aufpassen, um die Rauchsäule zu sehen. Wenn da mal was da ist. Das ist schon krass, also... Das ist schon echt krass, muss ich echt zugeben. So, ein Scapa-Fluff haben wir bestimmt nicht rein, weil das ist der Hauptsitz der englischen Kriegsmarine. Das wäre ein bisschen übel, da reinzufahren. Also fahren wir schön drum und dran vorbei. Und geben hier erstmal unseren weiterführenden Kurs ein. Wir können auch hier auf die Straße von Loch Eve mal reinfahren. Punkt 6 Uhr, ein Funkspruch. SSS German Submarine, requiring... 8. SS Nana. Oh. Ein Funkspruch abgefangen. Da hat ein Frachter in Position des deutschen U-Bootes anscheinend bekannt gegeben. Muss er bei mir in der Nähe sein. Sonst hätte ich den Funkspruch nicht abfangen können. Na, wobei heißt ja nichts. Da ist ein Frachter. Aber egal, die großen Frachtschiffe finden wir erst hier unten im Planquadrat BF-17, da wo wir auch hin sollen. Gut, bisher aber immer noch relativ tote Hose. Und direkt den nächsten Funkspruch, den gucken wir uns natürlich auch mal an. Situation betreffend Frankreich ist noch ungeklärt. Französisch ausgemachte Handelsschiffe nicht anhalten. Zwischenfälle mit Frankreich strikt vermeiden. Gut, also sollen wir auch französische Handelsschiffe in Ruhe lassen. Da wurde auch gerade gesagt, anhalten von französischen Schiffen vermeiden. Heißt so viel wie, was ich in den vorigen Part gesagt habe, mit anhalten, Frachtüberprüfen und so. Sollte es gemacht werden und da ist eine neutrale Einsatzgruppe. Es gibt zwei Arten von Konvois. Die eine ist ein Handelsschiff-Konvoi und das zweite ist ein Kriegsschiff-Konvoi. Das ist jene Einsatzgruppe hier. Die ist vollgepackt mit Kriegsschiffen. Da fahren wir bestimmt nicht mehr rein. Meldung über Feindkontakt. Kontaktmeldung neutrale Einsatzgruppe. Jo, die haben wir gerade bekommen. Und? SS Rio Claro. Die melden hier deutsche U-Boot-Dings, ne? Das gefällt mir nicht. So, nebenbei, wenn schon der Tiefenmesser mal so ein bisschen hin und her pendelt, ist, heißt das kein gutes Zeichen. Das heißt, so viel wie die See ist extrem unruhig. Und wir gucken mal. Ja, wir haben mal stürmische See, stark bewölkt. Und das, die See wackelt schon richtig schön hin und her. Also hier ein feindliches Schiff... Wow, das sah schön aus. Also hier ein Feindschiff abzuschießen per Torpedo ist schwierig. Blitzeffekte gibt es hier sogar schon. Ich habe noch lange kein Sandler 3 mehr gespielt. Er denkt nach. War da ein Schiff? Nein, da war keins. Sonst hätte ich es auch gesehen. Aber ganz ehrlich, hört sich richtig geil an mit den Blitzen und so. Aber wie gesagt, die See, bei solcher See mit Torpedoangriff loszugehen, ist sehr schwer. Ein Problem, das weiß ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt, bei dieser See kann ich das Deckgeschütz nicht bemannen, weil ihr seht ja, teilweise ist man da unter Wasser, dann wird man eher weggespült, anstatt man da schießen kann. Heißt, ich bin hier auf einen Torpedoangriff bei solchem Wetter gebunden. Und bei der See kann der Torpedo sich mal eben so ein bisschen in der Richtung verheddern oder ein bisschen langsamer werden. Darüber hinaus sieht es mit dem Feindschiff genauso aus. Die sind alle allgemein langsamer bei stürmischer See. Und das sind alles Sachen, die muss man jetzt mit einberechnen. Und ich hoffe natürlich auf Wetterbesserung, wenn wir denn hier unten in unserem Planquadrat sind. Damit wir da auch in alle Ruhe Ziele anvisieren können. So, und währenddessen von der Landfront hören wir relativ wenig. Ich glaube, da hören wir sogar fast kaum etwas. Wenn überhaupt mal so von wegen Polen ist besiegt oder Frankreich hat es aufgegeben oder wir marschieren gerade in Russland ein. Sowas in der Art. Wird es da wahrscheinlich kommen. Größtenteils zieht sich hier all die Funksprüche alles allgemein auf den U-Boot-Konflikt. Beziehungsweise auf die Kriegsmarine. Ach, guck mal, Reykjavik hat ja auch einen Marinehafen. So, ein neuer Tag, es ist der 7. September. Ach, Wetter ist immer noch scheiße, wir können das Wetter auch anfragen.
Und zwar bei unserem Navigator, genau. Gib mir mal Meldung. So, kein Niederschlag. Mittelstarker, was? Mittelstarker Nebel. Das ist scheiße. So, obwohl mittelstarker Nebel geht noch. Wie ihr seht, es herrscht Nebel. Wir können nicht mehr bis ganz weit hingucken. Es gibt drei Arten von Nebel. Leichten, beziehungsweise niedrigen, mittelstarken und schwere. Ich würde mir Wetterkleidung, also hier Wetterschutzkleidung anziehen, Leute. Oder ihr werdet gleich alle krank. Am besten wechsle ich gleich mal hier ein paar Leute aus. Und gönn dem eins wie auch mal eine Pause. Die hängen hier schon fast eine Woche lang. Puh. Und bei starkem Nebel kann man eigentlich vergessen, Feinde anzugreifen. Also das ist scheiße. So, mal kurz hier austauschen, die Leute. Ist auch gut, dass sie mal eine Pause bekommen. So, die Effizienz ist zwar ziemlich runtergegangen, aber ihr seht schon zum Beispiel an der Moral und an der Ausdauer. Ein bisschen Erholung gönne ich denen. So, ich wollte mir mal Funkspruch angucken. Mal sehen. Der Führer befiehlt, dass keine englischen Kriegsschiffe angegriffen werden dürfen. Was? Die Versenkung von Schlachtschiffen könnte Engel provozieren, mit unserem Verhandlungsspielraum bezüglich eines Friedensvertrages mit den Engländern einzuschränken. OKM bestätigt diesen Befehl, BDU. Na super, was ist, wenn mich jetzt ein englischer Zerstörer angreift? Darf ich nicht abschießen? Muss ich mich also von ihm versenken lassen oder was? Ach. Adolf Hitler. Ich habe ja Manstein und Guderian gelesen. Und was die über den guten Kollegen da alles erzählt haben, das ist echt sehr interessant. Also immer wieder toll, wie schwachsinnig er Befehle gegeben hat oder in welcher eigenen Welt er lebte. Und auch der Befehl, der kommt mir. Nee, der wäre schwer abzufangen. Ich fahr stur meinen Weg. Auf jeden Fall so ein Befehl, ich weiß nicht. Ja klar. Man will ja England nicht provozieren, weil man immer noch gehofft hat, die Engländer irgendwie über den Frieden zu bringen, wenn Polen weg ist. Aber ganz ehrlich, setzt euch mal in die Lage der U-Boot-Kommandanten. Wenn man gerade von Zerstörer gejagt wird, darf man es nicht versenken. Das ist. Ich weiß nicht. Klingt nach meinen Augen nicht ganz logisch. So, 6:01 Uhr. Ich würde sagen, 1 WO. Sie können wieder. Und jetzt klingt noch das Telefon. Na toll. Momentchen. So Leute, also eine ziemlich beschissene Wendung der Ereignisse hat gerade stattgefunden. Ich muss hier pausieren. Ich muss nämlich kurz losfahren und ja, ich habe gedacht, es gibt keine Unterbrechung in diesem Part, weil ich gerade alleine bin. Scheiß drauf. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Ich muss den Part frühzeitig beenden und ja, wir melden uns später wieder.